Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist bei mir die Instabox eingetroffen. Da freut man sich immer ganz besonders drauf, denn die erscheint nur alle 3 Monate. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich dieses Mal drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wie gesagt, die Instabox erscheint alle 3 Monate, kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, je nachdem, welche Aboform du wählst. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und ja, deswegen kann ich auch eine Box in diesem Video an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau da gerne einfach mal vorbei. Da stehen auch manchmal ganz nützliche Informationen drin und meistens habe ich auch die ganzen Produkte nochmal verlinkt. Wie gesagt, einfach mal vorbeischauen und ja, ich bekomme immer so einen kleinen Flyer mit, jetzt mittlerweile, wo Corinna ihren Abgang macht, so langsam, sehr langsam, aber sie macht es, bekomme ich nämlich auch wieder die Kärtchen. Das ist super schön, denn hier steht drauf, liebe Claudia, die enthaltenen Produkte der neuen Instabox sollen dich trotz der momentanen Lage in sommerliche Stimmung bringen. Deshalb nimm dir die Box und genieße das sonnige Wetter in Australien oder auf Balkonien. Australien habe ich noch nie gehört, das finde ich cool. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken. Bleib gesund, Maria vom Instabox-Team. Vielen Dank, liebe Maria. Ich hoffe, ihr seid auch alle gesund. Und falls nicht, ich wünsche euch wirklich gute Besserungen, denn ja, Mistzeit, ich sag's euch. Ich bin auch sehr sommerlich jetzt angezogen. Ich kam von der Arbeit, habe mir ein bisschen Make-up ins Gesicht gegeben, weil ich einfach irgendwie Lust drauf hatte. Ich sah heute den ganzen Tag so ein bisschen aus, als wäre ich vom Bus überfahren worden. Also deswegen, ne? Es tat einfach mal gut, sich danach einfach mal durchs Gesicht zu waschen, ein bisschen Kram drauf zu machen. Ich bin ja einfach so ein bunter Vogel. Ich mag das ganz gerne. Aber ich mache das halt vor allem in meiner Freizeit und in meiner regulären Zeit renne ich einfach mal mit bunten Fingernägeln durch die Gegend, um ein bisschen Farbe ins Leben reinzubringen. Und ja, ich habe so einen Jumpsuit an. Ich glaube, der kommt von H&M. Ist aber irre kurz. Ja, er ist wirklich sehr, sehr kurz. Deswegen filme ich nicht weiter runter, weil man sieht ungefähr alles. Das ist echt, naja, aber es ist ganz niedlich, ne? Okay, ja. Was rede ich hier? Wir gucken in die Instabox. Die hat immer das gleiche Design. Wir haben die immer in Weiß und so in Rotschimmer, dieses Instabox-Logo. Man bekommt auch immer ein gratis E-Paper mit dabei. Ja, genau. Und kann dann die InStyle, also die Zeitschrift, auch online entsprechend lesen. Das finde ich ganz cool. So, der Deckel ist entfernt und es ist halt eine ganz große Box. Und hier haben wir einmal den Blick in die Box, was ich immer sehr, sehr spektakulär finde, weil hier hat man direkt auch schon durch das Papier durchscheinen, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, aber ich rieche erst an der Box. Es kommt ein leicht zitrischer, aber nur ganz, 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 ganz leicht zitrischer Duft hier auch raus. Ansonsten rieche ich hauptsächlich Papier. Aber gut, wir haben, wie gesagt, das Seidenpapier mit dem Klebi, den ich einmal aufmache. So, rückstandslos entfernen. Und hier haben wir, oh schön, Summer Edition 2020, da ja, schauen wir nicht rein, weil da direkt auch schon im Vorwort die ganzen Produkte drin stehen. Wir wollen nicht gespoilert werden, aber im Nachgang, ich blende euch ja die ganzen Preise ein, ne? Das heißt, wenn ich das Video schneide, dann nehme ich mir das Ding zur Hand und, ne, ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich Fragen habe, gucke ich auch rein und hier haben wir den ersten Blick in die Box und ihr merkt, ich bin ein bisschen neben der Spur, aber alles ist gut. So, als erstes greife ich hier rein und nehme etwas raus, was ultra warm ist. Es war wohl warm im Postauto und zwar von Not Guilty Sweet Revolution Kiss Me Softly Sour Acid. Was? Raspberry and Grapefruit Flower Flavor. Bio Organic and Vegan. Das sind so Gummitierchen. Jo. Jo. Mit. Guck dir die Lady an. Sehen die alle so aus? Das würde ich feiern, ne? Okay. Also guck mal rein. Knister, knister. Oh, das sind Lippen, wie süß. Guck mal, das sind einfach Lippen. Okay, sauer. Leute, ihr wisst, was passiert, wenn ich was Saures esse. Mein Gesicht entgleitet mir einfach. Aber den gehen. Mhm. Hm. Schmeckt ein bisschen nach Brause. Super saftig, super angenehm. Also echt lecker. Die mag ich gerne. Doch, die würde ich noch snacken. Cool. Dann haben wir von Kneipp eine Lippenpflege mit Depot-Effekt. Neu. Plastikfreie Kappe 99%. Cool. Mhm. Mit exotischem Duft und das ist mit Aprikose und Marula. Und das soll samt weiche Lippen machen.
Ich hatte schon mal einen Lippenpflegestift von Kneipp und ich finde die echt gut. Und ich finde es super schön, dass man hier halt diese Holzoptik hat. Und das ist halt wirklich 99% plastikfrei, finde ich nicht schlecht, Herr Specht. Ja, Aprikose und Marula kann ich mir auch sehr, sehr gut auf den Lippen vorstellen. 100% natürlicher Lippenbalsam mit pflegendem Aprikosenkernöl, exotischem Marulaöl und wunderbar fruchtigem Duft. Nährt deine Lippen und macht sie samtweich. Für unwiderstehlich gepflegte Lippen. Ja, das finde ich gut. Oh, cool. Ich glaube, die habe ich schon. Dreaming of Flawless Skin von Glove Moon Pads, Reusable Makeup Remover Pads. Ich mag ja total gerne diese wiederverwendbaren Abschminkpads. Und genau, das sind diese Glove Moon Pads. Gut, da habe ich schon einige von, aber die ich habe, die finde ich ein bisschen klein. Kann ich jetzt nicht so, ja, das ist halt die ähnliche Größe, ne? Die finde ich aber schön von der Oberfläche her. Kann man theoretisch wirklich nehmen, wenn ich jetzt nicht, also jetzt für jetzt Augen-Make-up entfernen, wäre mir das wahrscheinlich ein bisschen zu wenig von der Oberfläche her, also von der Größe. Die würde ich eher nehmen, um, wenn ich halt nur Mascara drauf habe oder so, um das abzumachen. Also so mache ich das halt auch, weil ich habe sie ja in Verwendung. Oder um eben Lippenstift abzunehmen oder so. Genau, oder zum Toner auftragen oder Gesichtswasser kann man das auch sehr, sehr schön nehmen. Deswegen, also ich mag das gerne. Ich mag wiederverwendbare Abschminkpads und deswegen feiere ich es schon, dass wir das mit drin haben. Das ist cool. So. Dann haben wir hier von Kappa ein Parfüm. Kappa Pink Eau de Parfum, 40 Milliliter. Oh, das finde ich schön. Pink ist eine Geruchsrichtung, also Pink, immer wenn Pink ist, ist es dann immer so blumig, fruchtig, also vor allem blumig. Deswegen glaube ich, dass ich das mögen werde. Ich gucke schnell mal rein, ob es auch andere Düfte geben würde. Nee, also hier ist auch nur das... das hier abgebildet. Übrigens sind hier keine Preise in diesem Heftchen. Das heißt, ich suche euch die aus dem Internet raus und gucke, ob ich das irgendwie voneinander kriege. Nicht weiterlesen. Ich bin echt neugierig, ne? Ja, das finde ich auch immer so cool, ne? Das sind halt jetzt nicht unbedingt so Marken, zu denen ich in der Drogerie oder im Laden so greifen würde, weil mir die Marke auch nicht so viel sagt. Aber du hast es in der Box. Und dann kann man einfach mal schauen, wie es so riecht. Das ist so eine Banderole hier drum. Das ist echt schön gemacht. Der Flakon gefällt mir schon mal richtig gut. Oh, der Zerstäuber ist auch sehr, sehr schön, sehr aufgefächert. Oh, das riecht voll gut. Ich mache mir das direkt drauf. Soll man nicht batschen? Nein, man soll nur wutschen und wedeln, ne? Oh, das riecht richtig gut. Das ist so ein richtig toller Claudi-Duft. Genau so mag ich das, ja. Richtig klasse. Das gefällt mir. Das ist jetzt schon mein Highlight, würde ich mal so sagen, aus der Box, ne? Cool. Cool, cool, cool. Hier steht jetzt nicht irgendwie... Ach, obwohl, ich kann doch hier reingucken, ne? Ich würde schon sagen, keine Duftbeschreibung oder so. Fun Fact. Unser Gehirn erinnert sich sofort an Gerüche. Ja, das kann ich total unterschreiben. Ich verlinke euch mal hier oben meine Parfümsammlung. Da habe ich ein Video zugedreht. Und da habe ich auch zu manchen Düften einfach was sagen können, was ich damit so verbinde. Das ist echt krass. Ihr Parfüm, bla bla bla. Bla bla. Okay, stilbewusst und modern. Kappa Woman Pink kombiniert sportliche Leichtigkeit mit weiblicher Eleganz und schafft es so, aktuelle Trends mit klassischen Zügen der femininen Duftwelt zu vereinen. Erfrischende Akkorde von Bergamotte, Mandarine und Orange in einer Kopfnote werden im Herzen soft durch den zarten Duft von Jasmin ergänzt. Ja, deswegen mag ich das so gerne, weil ich stehe auf Jasmin. Abgerundet wird der Duft mit Nuancen von Zedern und Sandelholz sowie Moschus. Ach, guck mal. Da müsste das jetzt ja quasi noch ein Stück weit herber noch riechen. Habe ich noch nicht viel von gerochen, aber es kommt dann wahrscheinlich noch, ne? Cool. Mit diesem Parfum können Sie also Ihren Sommer unvergesslich machen und dabei noch herrlich frisch duften. Cool. Klasse. So, weiter geht die wilde Reise. Und zwar haben wir hier eine Art Deco Waterproof Maker Clear Mascara Top Coat. Also das soll ein Produkt sein, was ich mir über meine reguläre Mascara, wie die hier zum Beispiel, drüber mache. Und dann wird die wasserfest. Okay, also ich mache die jetzt mal drüber, um zu gucken, wie das so ist, ne? Aber spektakulär, Leute. Also hübsch sieht die aus, ne? Die ist so weiß mit silbernen Tropfen drauf. Finde ich klasse. Makes every Mascara waterproof. Ja, das ist halt so ein klares Gel, aber jetzt nicht so ultraflüssig wie jetzt zum Beispiel der 24 Hours Brow Setter, sondern schon etwas fester. Ne? Und damit müsste ich jetzt über der Wimpern gehen. Huch.
Gut, das Problem ist, du musst dann natürlich, um das komplett zu versiegeln und sie wasserfest zu machen, auch alles erwischen, sonst hast du wahrscheinlich auch ein Problem. Das heißt, theoretisch müsste man auch von oben dran, oder? Oh, das hasse ich ja. Weil sonst hat es ja keinen Sinn, wenn du die nur von unten drauf machst, ne? Ja, also auftragen lässt sich das ganz gut. Es hat jetzt überhaupt keine Veränderung für die Mascara an sich. Ob das jetzt wirklich das ganze Kram wasserfester macht, kann ich nicht beurteilen. Nö. Also das müssen wir dann nochmal schauen, ne? Ich werde mir jetzt keinen Eimer Wasser ins Gesicht schütten, um zu gucken, ob das Auge hält und das verläuft. Nein, 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 bitte. Werde ich zu einem gegebenen Zeitpunkt mal austesten und euch dann darüber berichten. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn. Okay, wir haben dann hier noch ein Trockenshampoo und zwar von Batiste, das Clean and Classic Original. Ja, das ist immer mal wieder mit drin. Das ist eine Reisegröße, glaube ich, eine Handtaschengröße von 50 Millilitern. Ich weiß, dass viele das sehr, sehr gerne mögen, deswegen finde ich es gut, dass es mit in der Box ist. Ich persönlich benutze nicht so wirklich Trockenshampoo, weil ich mir wirklich jeden Tag die Haare wasche. Ich bin ein Freak, ich kann nicht anders, ne? Ich bin 31 Jahre alt. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und ich weiß, dass es bei mir okay ist. Also ich mache meine Haare damit nicht kaputt oder so. Und ich finde es einfach in Ordnung, das jeden Tag zu machen, wenn ich dadurch einfach glücklich bin, okay? So. So viel zum Trockenshampoo. Jedes Mal sage ich irgendwas dazu und eigentlich ist es total dämlich, weil eigentlich muss ich mich nicht rechtfertigen, aber ich tue es trotzdem. Von Laboratories Lirac. Hydrogenist Matte Moisturizing Oxygenating Cream Gel. Okay. Das soll hydratisieren dann wahrscheinlich, ne? Und Anti-Aging wirken. Da hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Produkt mal mit drin gehabt von denen. Das habe ich aber weitergegeben an die liebe Ela, glaube ich. Ela, ich glaube, du hast meine Lirak-Produkte bekommen, weil wir getauscht haben. Ja. Jo, matt. Ja. Und feuchtigkeitsspendend. Kann ich jetzt so nicht viel zu sagen. Ich benutze eigentlich keine Cremes, die mich jetzt irgendwie mattieren oder so. Ich bin eigentlich eher so für Glow. Und wenn ich glänze, dann glänze ich. Das finde ich dann vollkommen in Ordnung. Ja, ist jetzt nicht unbedingt mein ultra krasses Produkt. Normal to Combination Skin. Also normale bis Mischhaut. Ich habe tatsächlich eher eine trockene Haut und deswegen ist es dann wahrscheinlich eher nicht was für mich, weil matt, keine Ahnung. Aber ne, ist ja nicht schlimm. Mir muss ja nicht alles gefallen. Ne? So, dann haben wir hier ein Produkt drin von Kiku, das SOS Skin Repair Universal Gel. Und ich glaube, das steht auch schon bei mir in meinem Schrank. Ja, die Verpackung ist ultra und es fällt direkt raus. Entschuldigung. Mensch, man zieht es halt raus und da ist es dann entsprechend drin. Ich verwende das ganz gerne. Zum einen um meine Nase, weil da habe ich echt zur Zeit so. Keine Ahnung, was da abgeht, aber zu der Party wurde ich leider nicht eingeladen, genauso wie auch auf meinem Kinn. Da rasten gerade voll meine Hormone aus. Keine Ahnung. Oder ich bin allergisch gegen irgendwas. Ich habe nämlich in letzter Zeit ziemlich viel so Gerichte mit Tomaten gegessen und ziemlich viele Erdbeeren. Und ich glaube, dass das einfach zu viel war, dass ich da hätte reduzieren müssen, dass deswegen meine Haut ausrastet. Ich kann sowas aber nicht herausfinden, weil offiziell allergisch bin ich dagegen nicht, ne? Ist schwierig, ist wirklich schwierig. Wie will man das herausfinden? Ich kann ja jetzt nicht einfach eine Woche lang Erdbeeren essen, um zu gucken, ob ich dagegen allergisch bin, oder eine Woche lang Tomaten essen. Nee. Ja, aber das ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber gut, das wird auf jeden Fall von mir verwendet. Medizinische Hautpflege bei Abschürfungen, Rissen, Schnitten, Stichen, Blasen, Pickeln, Narbenpflege und Lippenkribbeln. Das heißt, theoretisch, du kannst es ja für so viel verwenden, ne? Hier steht für reicht bis 20 bis 30 Anwendungen. Leute, da ich das halt wirklich nur hier ganz dünn auftrage, reicht es bei mir schon seit Ewigkeiten und das tut mir auch sehr, sehr gut. Und ich kann es auch empfehlen, und ich meine mich erinnern zu können, dass das ja ein sehr, sehr, sehr hochpreisiges Produkt ist. Auch wenn das nur eine kleine Größe mit 5 Millilitern ist. Ich glaube, das war relativ teuer. Aber cool. Oh, habe ich Nachschub, weil meins dürfte sich dann ja auch demnächst mal zu dem Ende neigen. Gut, dann haben wir hier noch etwas mit drin. Ach, das ist ja, oh, ist das süß. Love You Are Amazing von Wonder Candle. Leute, das ist so süß. Denn ich glaube, dass das hier, du kannst einfach diese Stäbchen irgendwo reinstecken und dann machst du das an und dann ist das wie eine Wunderkerze. Und dann leuchtet dieses, also dann dieses Herz so aus. Das ist niedlich. Das werde ich auf jeden Fall demnächst mal jemandem auf ein Törtchen machen. Mein Papa hat morgen Geburtstag. Vielleicht mache ich das für ihn. Er kriegt übrigens von mir Lego. Wir sind alle total erwachsen, oder? Es ist großartig. Ja, ich glaube, das ist ganz cool, wenn ich das mache, oder? Ja.
Das wird für meinen Papa morgen noch. Yay. Gut, dann haben wir hier noch etwas drin. Und zwar, this is the last straw. Es sind 4 Glasstrohhalme inklusive einem Reinigungsbürstchen. Und das hier sind die durchsichtigen. Ich habe, glaube ich, entweder genau die hier oder sehr, sehr ähnliche in grün. Und wir verwenden sehr selten Strohhalme. Also wirklich, wirklich, wirklich selten, dass ich mal irgendwie ein Getränk nehme und dann Strohhalm reinmache, weil ich meistens denke, warum? Aber ich glaube, dass viele das feiern, wenn sie Kinder haben zum Beispiel. Da bin ich jetzt nicht so im Thema, aber das sind jetzt halt durchsichtige. Aber ich freue mich darüber, weil ich beschenke eine Freundin von mir sehr bald, weil wir haben bei uns in der Clique bei den Mädels so, wie nennen Zuckerpuppen, ne? Wir sind 9 Mädels und dann schenken wir uns immer gegenseitig was, also quasi die Mädels schenken einem Mädel was. Und dann ist immer die Letzte, die Geburtstag hatte, für diejenige, die dann Geburtstag hat, zuständig, etwas zu besorgen und ich bin dran. Für die nächste, also die hat nächste Woche Geburtstag, genau. Und ich glaube, die packe ich ihr mit rein. Ich glaube, darüber würde sie sich mega freuen, weil die halt auch sehr minimalistisch lebt und diesen ganzen Nachhaltigkeits-, natürlichen und wie auch immer Lebensstil sehr, sehr lebt. Und ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Da wird sie sich ja sehr drüber freuen. Deswegen, und ich habe sie schon, deswegen, ne, nur halt in einer anderen Farbe. Hey, und ja, cool. Mega. Und auf Nachhaltigkeit sollte man immer mal wieder achten. Und Leute, das war die Box, die rundum cool war, finde ich. Also wir haben Pflege mit drin, wir haben etwas so Tools mit dabei, also quasi so ein Glovepad, etwas zu essen. Wir haben dieses süße Herz und diese Strohhalme. Wir haben dieses Kiku-Ding, was total, total gut ist, wirklich. Bei dem muss ich echt gucken. Adeko ist ja auch eine bekannte Marke, die auch gar nicht so günstig ist. Wie der Mascara, Primer vor allem. Mascara, Waterproof-Dingen sich so macht. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Und das war die Box, die mir gut gefallen hat. Tolle Sommeredition, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Box unten in die Kommentare rein, denn leider gibt es ja hier keine Abstimmungsfunktion mehr, die ich immer am Ende meiner Unboxings gemacht habe. Aber gut, schreibt mir das, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und das war mein Video. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!